Herzlich willkommen zum 34. Videostammtisch des Retro-Comfort-Podcasts. Im Hintergrund sieht man schon, was wir spielen. Wir spielen nicht den Elks, wir spielen Golden Elks. Ja, jetzt gucken wir mal, wer heute mit dabei ist und Golden Elks spielen will. Also, auch wenn man bei mir im Hintergrund Golden Elks sieht, ich will es eigentlich nicht spielen, aber ich werde mal 5 Minuten die Amiga-Version anspielen. Gucken wir mal, wer dabei ist. Michael, was spielst du Schönes? Ja, hallo, ich spiele, wie wieder erwarten, Golden Elks. Und zwar den zweiten Teil auf Mega Drive. Ich habe jetzt mal alle drei mal angespielt, die es für Mega Drive gibt. Der hat mir jetzt noch bisher am ehesten zugesagt. Mal schauen, was da wird. Dani, was spielst du? Ja, moin zusammen. Ich habe mir meine PS3 aus dem Regal gezogen und die Sega Vintage Collection angeschmissen, wie man hier sieht. Ich spiele auch die Automatenversion der Golden Axe und freue mich schon. Juhu. Ingo, was spielst du? Ich spiele die Mega Drive-Variante auf dem Mister. Und ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das spiele. Ja, und wir müssen noch mit dir eine Sache vorher klären. Du musst noch ein Geständnis machen. Das möchten wir auch öffentlich haben, Ingo. Ja, ich hatte einen Unfall. Und zwar, ich habe meinen Lurch gebrochen. Ja, das kann man hier sehen. Das ist ja dieses Plastiktoken vom Retro-Kompott. Und ich habe das halt immer irgendwie gerne in der Hand, so wenn ich am Denken bin oder so. Naja, ist mir halt irgendwie dann heute bei einem Missgeschick dann durchgebrochen. Wir haben noch, glaube ich, ein paar rumliegen, auch wenn die langsam weniger werden. Also wirst noch dieses Jahr wieder einbekommen, denke ich mal. Dann haben wir natürlich den Arne dabei. Ich hoffe, der hat keine Lurchprobleme. Ja, hallo allerseits. Nein, ich habe solche Probleme jetzt nicht. Ich zocke heute die Automatenversion von Golden Axe hier auf RetroArch. Oh, da sieht man das Winners Don't Use Drugs gerade. Das habe ich eben, als Kind hat mich das sehr beeinflusst, weil ich habe das echt geglaubt. Ich habe dann auch jetzt mir heute hier, weil das ja ein japanisches Automatenspiel ist von Sega, habe ich mir hier halt meinen tollen Arcade-Stick zurechtgelegt. Das ist jetzt mein neuester, der Mayflash Universal F500 V2. Da habe ich Sanwa-Knöpfe eingebaut, mit diesem wunderschönen Klonk. Und in den Stick habe ich auch einen Sanwa-Stick eingebaut und mit diesem oktagonalen Restrictor-Plate, dass der also richtig schön die Diagonalen auch aktuiert und so. Ja, damit werde ich heute mal zocken, mal sehen, wie es klappt. Du scheinst ja für das Spiel Experte zu sein. Kannst du uns ja mal eine kurze Einführung in Golden Axe geben? Also ich kenne es jetzt ehrlich gesagt eigentlich auch nur vom Amiga damals. Da haben wir es, ich und mein Bruder, relativ oft gespielt, weil man sich auch so schön gegenseitig verprügeln konnte. Und die Musik fand ich auch sehr eingängig. Das ist dieses du. Und auf dem Automaten sieht natürlich alles noch ein bisschen schöner aus als auf dem Amiga. Erstmal kann man sich einen Charakter auswählen hier aus 3 Charakteren. Das Spiel ist halt ein Prügelspiel, beziehungsweise ein Brawler, wie man das so nennt, wo man im Grunde einfach durch die Level von links nach rechts rennt und einen Gegner nach dem anderen befaustet. Ich meine, verkloppt. Das ist eigentlich total simpel. Man steuert sich hier wie in einem typischen Brawler à la Final Fight so durch die Gegend. Ist voll Fantasy alles. Ich habe jetzt die Frau gewählt. Ich kann mit dem Schwert schlagen. Ich kann springen mit dem anderen Knopf. Ich kann im Springen auch schlagen. Und ich kann mit dem dritten Knopf Magie machen. Oben wird die Magie angezeigt. Ich habe jetzt einen Magiepunkt. Das ist dann Level 1. Da macht sie dann eine bestimmte Smartbombe. Unten ist natürlich die Energie. Man hat 3 Energiepunkte. 2 Leben habe ich jetzt. Hier kommen die ersten Gegner. Es gibt einen Special Move, den ich kenne. Und zwar, wenn man die beide Knopf zusammendrückt, also schlagen und springen zusammendrückt, dann gibt es einen Extra-Move. Die Frau hat sowas, da schwingt sie das Schwert in die andere Seite. Hinter sich, das ist hier der Special-Move mit 2 Tasten. Man kann auch rennen, indem man 2-mal schnell in eine Richtung drückt. Das ist der Dash-Move. Im Grunde ist es ein einziges Vermöbeln. Stundenlang, hunderte von Gegnern werden hier vermöbelt. Hier kommt jetzt was, diese kleinen Zwerggnome. Die muss man halt treffen, ist auch irgendwie fies. Dann lassen sie Magie fallen. Hier gibt es auch die Reittiere, die Ingo schon erwähnt hat. Hier ist das erste Reittier, da kann man natürlich auch draufspringen. Das finde ich auch total schön gemacht. Dann ist man hier auf dem Reittier und kann natürlich dann damit auch schlagen und springen und so weiter. Ich finde es auch total toll, diese Magie auszutesten, weil es gibt ja die 3 Charaktere und jeder hat natürlich andere Magie. Also das müsst ihr dann auch gleich mal testen, was das bei euch ist. Bei mir jetzt hier die Feuermagie bei den Endgegnern. 2. Level sind halt so Feuerfontänen. Spielen wir das mit unendlich Credits? Ich habe mir jetzt gedacht, ich schmeiß einfach immer Geld nach. Also, ich habe keine unendlich Credits, ich habe keine Ahnung, wie das. Aber hat der Amiga unendlich Credits? Ich weiß es nicht. Schauen wir, wie gut ich durchkomme. Ich spiele jetzt auf Easy, jetzt aber ohne Cheats. Ich gucke jetzt mal, ob ich dieses extra kriege. Ich habe gerade den ersten Level geschafft und hier kommt jetzt die Karte, wo einem so wunderschön auch angezeigt wird, wie es weitergeht. Da wird dann auch so ein bisschen die Story erklärt, sozusagen. Ja, ich bin jetzt auch in Level 3. Ja, die Abschnitte scheinen relativ kurz zu sein, insgesamt.
Wieso kommt ihr so schnell vorwärts? Ich spiele weiter, bin immer noch in Level 1. Scheiße, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Och nee, oder? Oh nein. After you. Nee, oder? Scheiße, ich habe Beginner gespielt. Schon fertig. Ja. Wie, du bist schon durch? Ja, bei Beginner gibt es halt nur 4 Stages, glaube ich. Ach Mist, ich habe das vorhin falsch erklärt. Ich merke es gerade, mein Arcade-Stick hat gar keine Sanwa-Teile, der hat Saimitsu-Teile. Wie konnte ich das verwechseln? Nein. Wir müssen nochmal neu anfangen. Ab in die Ecke und schäm dich, Arne. Ich komme nicht diese Scheiße hier hoch. Ah, du spielst 64er? Cool. Das sollte ich vielleicht auch mal tun, weil die Amiga-Version ist scheiße. Guck mal hinter dir, das Schild, da steht auch dran, The Beer Garden Sega. Ja, The Beer Garden und da noch Restaurant Sega. Ich sehe es gerade. Ist das ein Grieche? Ich glaube, ich bin jetzt im letzten Level bei der Burg. Hey, ich bin durch, allerdings im Schwierigkeitsgrad easy. Okay. Ja, das ist, der hatte, glaube ich, nur 4 Stages, der easy. Na, ich hatte ein paar mehr, aber... Also bei mir steht jetzt, Level 9 steht bei mir jetzt. Ist ja ein schneller Stammtisch, sind wir gleich durch. Es ist auch alles sehr braun. Also der Hintergrund ist wirklich extrem blass und braun. Vielleicht sah das auf einem Fernseher besser aus. Dann frag mal als auf HDMI. Ach, ich denke mal da gar nichts. Passt schon. Alles gut. Ich glaube, jetzt passiert hier was. Jetzt kommen hier gerade 3 von den blauen Zwergen. Schmeiß mich hier nur mit Magie so zu. Ja, ich lag. Jetzt ist, glaube ich, der Endgegner jetzt hier, ne? Oder? 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 Was? Oder? Das sieht so ja, genau, das ist der Endgegner hier. Oh, jetzt kommt hier noch so ein fetter Bademeister mit Oberlippenbart. Ist das nervig hier. Jetzt kommt der bei mir auch da aus diesen Maden heraus. Der sieht jetzt auch nicht so toll aus. Nee. Okay, jetzt habe ich ihn besiegt. Jetzt ist die große Axt da reingeflogen. Blut spritzt raus. Und was passiert jetzt? Ist das jetzt die Endsequenz oder was? Ja, ich habe König und Königin anscheinend befreit. Und Congratulations. Dann spiel doch zur Strafe nochmal die Amiga-Version. Was hast du für eine Version gespielt nochmal, Danny? Arcade. Welche Spiel? Arcade oder? Hat nur einen Schwierigkeitsgrad. Nein, ich meine, welche Plattform? Ja, MAME ist das, ne? Das ist ein Arcade-Emulator auf der PlayStation 3. Was ist das da bei dir, Danny? Das ist die Endsequenz. Da das fliegt gerade cool. Die Sega-Arcade in die Luft und da steht Opa, Opa und Bao, Bao. Was? Nein, wie cool ist das bitte? Ja. Es durchbricht die vierte Wand. Guck mal hier, Videogame, doi, doi. San Diego Sega Kuri Kuri. Das heißt da auch alles was man da lesen kann. Jetzt rennen sie hier alle raus. Passiert da noch irgendwas? Presented for you by Sega. See you next game. Falls man es immer noch nicht gerafft hat. Ah ja, hier, so eine ganz detaillierte Scoreliste. 36,9. Okay. Es gibt Stufen von A bis F als Wertung und ich war E. Also, sehr scheiße. Krass, Dani hat es nach 10 Minuten durch. 2031. Wie viele Credits hast du benutzt? Wie viele Credits hast du benutzt? Ich würde mal behaupten 10. Jetzt habe ich es auch. Ah ja, ui, aber es ist ganz schön blutig, ne? Aber nur da ist Blut. Die Königin kam gerade runter, die Gefangengenommene. Jetzt kommen Congratulations. Ja, das kann man mir Ende. Auch. Und jetzt mal schauen. Ja, oh, ja! Ist das genial. Man ist in der Spielhalle, spielt und jetzt geht der Spielhallenautomaten kaputt und die ganzen Gegner aus dem Spiel kommen in die reale Welt. Das ist ja mal eine coole Endsequenz. Das finde ich ja richtig genial. Opa, Opa, Pau, Pau, Last Survivor, was da alles steht. Im Vordergrund irgendein Outrun-Automat. Und es heißt Great X und nicht Golden X da oben. Great X. Und jetzt sieht man die Gegner, wie sie alle in der realen Welt sind. Erst rennt die Familie weg und die Gegner hinterher aus dem Spiel. Ach, ist das herrlich, das ist aber schön. Und einer der Gnome kommt auch noch. Und die drei Helden aus dem Spiel hinterher.
Na, das ist ja eine Überraschung. Das finde ich jetzt aber wirklich genial. Das heißt, man könnte es jetzt also noch mal immer wieder spielen und versuchen, sich auf A++ vorzuarbeiten. Ich fange jetzt noch mal an mit der Frau. Ich will noch mal die volle Magie sehen. Ich habe eben mit dem Zwerg gespielt. Ich spiele jetzt mal mit dem He-Man in der blauen Unterhose. Sieht das wirklich so schlecht aus, dass man nichts erkennen kann? Ich frage mich tatsächlich, was die hier offensichtlich gemacht haben. Das sieht aus wie auf halber Auflösung. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich drehe die Musik lauter und höre auf zu spielen. Aber das Spiel ist halt grafisch. Da denkst du ja, du hast einen Fehler in den Augen. Guckt euch das mal an, was ich hier mache. Das sieht doch aus, als wenn da irgendwie jemand Pixel hingeschissen hat. Das sieht aus wie brauner Müllhaufen auf grünem Müllhaufen, wird von lila Müllhaufen verprügelt. Ganz schlimm. Hat da jemand eine Ahnung, was da los ist bei mir? Bei Stage 4, da geht gar nichts bei mir irgendwie. Du musst die alle umbringen. Ja, wo bist du? Immer nach rechts. Wem ist keiner da? Keine nach rechts. Ich kann nicht nach rechts gehen. Geht völlig nicht an der Grafik hier. Hier bin ich jetzt schon mal mit Magiestufe 4. Achtung, nee. Ich mache jetzt mal die Magie hier. Oha. Oha. Boom. Hammer. Das war die nukleare Explosion. Barbarenzauber. Wollt ihr mal hier die Version sehen hier von der Frau, also die maximale Magie hier. Schaut mal. Ja, mach mal. Hammer, das war der Drache, den will ich auch mal gleich machen. Jetzt habe ich hier auch mal die volle Energie beim Automaten, bei der Frau, die volle Magie. Oh, es sieht aber wesentlich besser aus als bei dir, Ingo. Oliver, ja, wir begrüßen Oliver. Hallo, Oliver. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Kannst du mir schon mal eine technische Frage beantworten? Ich spiele die Zwerzig-Fassung und die sieht so scheiße aus. Ist das eine andere Auflösung oder was? Ist es High-Res oder was haben die hier gemacht? Oder was ist das? Nein, das ist ganz normale Zeichensatzgrafik mit 4 Farben. Warum ist die so furchtbar? Weil die Farben nicht so gut gewählt sind. Kurze Frage, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe jetzt hier irgendwie so ein Prinzenpaar gerettet. Ist das Spiel zu Ende hier, oder? Ja. Wie, ich hatte aber nur 7 Level. Welchen Teil spielst du, den zweiten? Nee, den ersten. Den ersten? Tja, also das ist doch anders. Nee, warte mal, jetzt geht's weiter. Es geht weiter. Nee, es ist Stage 7, es geht weiter. Es war eine Zwischensequenz. War das bei euch nicht? Nein. Was spielst du? Weiß ich nicht. Ich denke mal, ich hoffe, das richtige Spiel. Auf dem Mega Drive spielt das. Genau. Vielleicht haben sie es erweitert. Oder die Reihenfolge der Level ist anders. Ja, das kann sein. Jetzt ist schon vorbei. So. Ey, das Spiel ist so schnell vorbei. Das geht gar ich nicht. Ich hab's auch gerade das zweite Mal durch. Aber dann spiel doch mal die Amiga-Fassung. Die dauert viel länger. Nee. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie laut mein Controller ist, weil ich habe einen Arcade-Stick angeschlossen. Ich auch. Was hast du? Sanwa Saimitsu? Nee, ich habe einen von Europäisch? Hori. Ich habe einen von Hori. Halt doch mal in die Kamera. Oh, du je, Moment. Oder nicht, ist auch egal. Wusste jetzt auch nicht. Sieht man das? Oh. Das ist ein bisschen größer. Das ist der, den ich damals für die Hammer. Xbox 360 mir gekauft habe. Also ich spiele jetzt den Nachfolger, den es tatsächlich nur als Arcade-Version gegeben hat. Es gibt Geister auch wieder. Zweiten Teil auf dem Mega Drive, aber der hat damit nichts zu schaffen. Kann ich mal gerade unterbrechen kurz? Ich bin nämlich wieder bei einer Szene. Die kennt ihr die? War die aber euch auch jetzt hier? Jetzt liegt irgendwie der Prinz auf der Straße. Naja. Der Zwerg kommt dahin. So, und jetzt passiert wahrscheinlich was hoffentlich. Oder es kommt das nächste Löffel. Ja, nee, jetzt geht's weiter. Ja, bist durch. Durch. Ja, dann soll ich mal gerade reden, vielleicht, dass man mal hier das Ende auf der Mega Drive sieht, ob das jetzt anders ist. Ich denke mal, es ist nicht so gut hier auf dem Arcade-Automat. Hey, hier, es gibt gar kein Ende bei mir. Das war's. Und es gab auch nur 8 Level. Hier, was ist das denn jetzt? Die keine Ahnung, habt ihr auch so eine Ansicht gehabt, wo irgendwie Größe und das Gewicht der Gegner draufsteht? Ja, jetzt werden halt alle Gegner nochmal aufgelistet. Bei euch rennen sie aus dem Computer und bei mir stehen sie halt auf dem Bildschirm. Moment, ich muss doch mal ganz unterbrechen, da kommt jetzt noch ein Bild bei mir. Da kommt noch eine Endsequenz hier. Und das Lustige ist, der König hat bei mir irgendwie eine Sonnenbrille auf. Was hier in diesem Teil dieser zweite Teil auf dem Arcade interessant ist, ist halt, dass man auch irgendwelche Waffen kombinieren kann. Man kann Reittiere, hätte ich jetzt hier mit diesem Katapult noch kombinieren können und sowas.
Und was auch interessant ist bei dem Revenge of Death Adder ist, man hat da verschiedene Pfade. Das heißt, man kann in einigen Leveln entscheiden, ob man links oder rechts rumgehen will sozusagen. Und dann sind die Level auch komplett anders. Also die ganzen Sets ändern sich auch. Da habe ich jetzt so eine Stelle zum Beispiel, da kann ich mich entscheiden, ob ich irgendwie vorwärts gehen will oder in die Höhle. Warum kannst du so ein tolles Spiel spielen? Wir müssen diesen Schrott hier spielen. Arne, wollen wir tauschen? Das ist ungerecht. Wir können tauschen, Arne. Nee, deins will ich noch weniger. Also das möchte ich noch weniger spielen. Das war mir klar. Ich kann dir auch nochmal ein grafisches Highlight zeigen. Ein grüner Fleck kämpft gegen einen braunen Fleck auf braunem Hintergrund. Mit grünem Hintergrund. Es ist doch ein einziges Grün und Braun bei dir. Es ist wirklich derartig hässlich. Beim Mikrofon die ganze Zeit gemutet. Ich rede mir hier einen Wolf und wundere mich, warum keiner was sagt. hast du dich ignoriert gefühlt, Dani? Nein, überhaupt nicht. Hast du stundenlange Monologe gehalten? Nein. Jetzt aber. Ende. So, goldene Axt. Das ist jetzt, glaube ich, zweimal durchgespielt in der Zeit schon. Das ist echt der Hammer. Drittes Mal jetzt bei mir, jetzt mit dem Zwerg. So, jetzt habe ich mal gezählt. Ich habe 8 Credits gebraucht, geht eigentlich. Ja, ich bin immer noch beim ersten Durchspielen. Das ist unglaublich. Ich habe mich verbessert, ich bin jetzt C. Ein langer Weg bis zum A++. Ich habe Level 5 geschafft, das ist nicht toll. Ich hoffe, es gibt nicht mehr viele. Oh, ich habe eine Endsequenz. Dieselbe wie auf Automaten hier, Leute. Guck mal bitte. Ist ja cool. C64, sie spielen. Da sind die Farben jetzt ordentlich. Das sieht ja geil aus. Das ist ja toll. Ich bin neidisch. Guck mal, deswegen frage ich, ob es das auf Amiga auch gibt. Hier hat man wenigstens die Endsequenz jetzt. Das ist ja süß gemacht. Und hier erkenne ich sogar was jetzt. War ein anderer Grafiker wahrscheinlich. Die spielen. Nee, ist der gleiche. Und eine neue Musik. Endmusik. Noch besser als die Game-Musik. Geil. Die Musik ist toll, die Highschool-Musik hier. Wow, ist die gut. Guck mal hier, das ganze Endsequenz ist dabei, offensichtlich. Die rennen raus. Die Sachen sind beschriftet. Wow. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Wahnsinn. Das ist ja nett. Weiß nicht, ob hier noch Credits kommen oder ob ich auch eine Einstufung bekomme. Das hat mich jetzt noch ein bisschen versöhnt. Jetzt habe ich zwar einen schwarzen Bildschirm, aber ich hatte eine Endsequenz. Wie schön. Wollen wir dann auch zum Fazit kommen oder wollen wir noch weiter durchspielen? Nee. Okay. Also ich mach mal ein Kurzfazit. Die Amiga-Version fand ich eigentlich ganz hübsch, aber da die keine Continues hat, fand ich sehr schade, dass man nicht weiterspielen konnte, weil bei einer Arcade-Umsetzung hätte ich auch gerne auf einer Homecomputer-Version Continues. Und die Musik von Whittaker fand ich mittelmäßig leider nur. Dann habe ich mir jetzt letztlich angeguckt. Gut, über die Grafik hatten wir genug gesagt. Musik brillant. Eben die Highscore-Musik war der Hammer. Und ich muss sagen, das Einzige, was mich bei der Version versöhnt hat, dass es tatsächlich eine Abschlusssequenz gibt, die schön gemacht ist. Das versöhnt mich, aber nochmal spielen werde ich es nicht. Ich hole mir die Sits mal und hole mir die Musik nochmal in Ruhe an. Michael, dein Fazit? Ja, ich habe jetzt hier Teil 2 und Teil 3 auf dem Mega Drive gespielt. Teil 2, naja, war vieles vom Gleichen. Teil 3 ist jetzt tatsächlich deutlich abwechslungsreicher, deutlich angenehmer auch anzuschauen. Hat viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Angeblich auch 2 Endsequenzen, je nachdem, wie gut man spielt. Es ist auf jeden Fall die gefälligere Version. Ingo, außer dass du deinen Leuch zerstört hast, hattest du heute kaum Peinlichkeiten. Tja, ich habe mich gebessert, oder? War sehr gut, ja. Wie fandst du das Spiel? Ja, ich fand's durchwachsen. Es war okay. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig, aber ich würde es nicht nochmal spielen. Ich fand's ein bisschen schwierig so mit den 2 Kämpfen, weil der Arne sagte vorhin, die Steuerung ist so genau. Ich fand sie doch ein bisschen so hakelig, weil du musstest dich ja irgendwo speziell irgendwo positionieren, damit du treffen konntest. Du konntest halt nicht blocken, du konntest eigentlich gar nichts machen, du konntest nur schlagen und den Special Move machen. Was natürlich nett war mit den Tieren, dass man da drauf hüpfen konnte und dann halt die Waffen nutzen kann. Aber so an sich als Brawler fand ich das jetzt ein bisschen ja, schwach von dem reinen Zweikampf. Manfred, du hast verschiedene Versionen gespielt. Ja, bei der 64-Fassung hast du echt was verpasst. Das Ende war schön. Ich finde die 64-Version immer noch recht interessant, aber es zieht sich halt mit den einzelnen Gegnern. Also das zieht alles in die Länge, so gesehen. Vielleicht zocke ich es nochmal, mal schauen. Ist viel zu lang, da gebe ich dir recht. Und auch die Amiga-Fassung war ja viel länger, das war ja das Fiese. Dann haben wir Dani. Wie oft hast du es durchgespielt heute? Ja, ich habe die Arcade-Version 3-mal durchgespielt, also jeweils eine Runde mit jedem Charakter. Ich behalte das Spiel in der wohligen Erinnerung, wie ich es eigentlich auch vorm Wiederspielen hatte, als sympathischer Automat, der in der Pommesbude steht. Ich werde es nicht nochmal spielen, also zumindest nicht den ersten Teil.
der ist doch ein wenig sehr angestaubt. Oliver hat uns ja gezeigt, dass Golden Eggs auch richtig toll aussehen kann. Das sieht immer noch gut aus, was du da machst. Ja. Ist das die einzige Fassung, die du regelmäßig noch spielst, oder kannst du den anderen Fassungen auch noch irgendwas abgewinnen? Das ist halt so, ich finde Golden Eggs, der erste Teil, der war ja schon sehr wegweisend damals gewesen, tatsächlich, also zumindest für Sega. Aber in meinen Augen hat er sich nicht ganz so gut gehalten. Und hier der zweite Teil, den ich hier jetzt gerade spiele auf Arcade, das ist für mich neben Streets of Rage 2 tatsächlich der beste Brawler, den ich kenne. Es ist auch wesentlich taktischer, weil man kann halt nicht nur Reittiere benutzen, die viel mehr Möglichkeiten haben, sondern man hat auch dort noch die Möglichkeit, das mit irgendwelchen stationären Waffen zu kombinieren, die hier irgendwo rumliegen. Das Spiel nutzt die Vertikalität der Level wesentlich mehr aus. Die Gegner springen auch teilweise in die Höhe. Das ist eine ganz andere Qualität von Spiel. Absolut, völlig anders. Arne, was muss bei dir passieren, damit du ein Spiel nach mehreren Stunden nicht doch immer besser findest? Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt hiermit auch warm geworden. Das macht mir jetzt auch gerade richtig Laune, weil man kann es schon so ein bisschen lernen. Es stimmt auch nicht ganz, was Ingo gesagt hat, weil man kann natürlich ja auch noch rennen. Man kann sogar mit den Drachen auch rennen und man kann ja auch springen und schlagen. Und das muss man auch echt oft benutzen, wenn man nicht ganz so viel Energie verlieren will. Also es gibt schon noch einige Subtilitäten in dem Gameplay, die man so ein bisschen ausnutzen kann. Ich habe mich jetzt auch verbessert hatte beim ersten Durchspielen D, beim zweiten hatte ich C, beim dritten, glaube ich, wieder C und jetzt bin ich schon bei meinem vierten Durchspielen. Und dann kannst du dich ja verbessern bis auf A++. A++, das ist schon interessant. Wäre das für dich wirklich eine Motivation, wenn du es durchgespielt hast, das immer wieder zu spielen, um sich zu verbessern? Ist das so für dich auch früher schon gewesen? Nein, früher auf dem Amiga habe ich es nie durchspielen können, weil wir uns immer gegenseitig verprügelt haben. Es war immer so warm im Haus. Man spielt halt als Team auf dem Amiga, so war das bei uns immer, bis einer aus Versehen den anderen trifft und dann, wieso verprügelst du mich? Und dann ging halt das gegenseitig Verprügeln los. Das ist... Und somit haben wir uns eigentlich dann immer gegenseitig getötet. Deswegen haben wir das nie durchgespielt. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir nicht demnächst noch Altered Beast spielen müssen oder so. Zum Glück ist es bisher nicht vorgeschlagen worden. Wo wir bei Vorschlägen sind, also festgelegt waren ja schon für den 19.11., also nächsten Donnerstag Impossible Mission und am 26. Rainbow Islands. Wer jetzt hier mal mitspielen möchte, kann einfach auf retrocomport.de nachschauen, da erklären wir das alles nochmal. Wer uns unterstützen will, kann das bei Patreon oder Steady tun, da hilft man dem Podcast und auch solchen Projekten wie dem hier, dass die weiter existieren. Und wo hätten wir sonst live erfahren können, was Ingo nebenbei ist, was er mit unserem kleinen Lurch angestellt hat oder wie wir bei Arne Spiele lieben lernen. Immer wieder schön, was hier passiert. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Audio-Stammtisch am Freitag, beim nächsten Podcast am Wochenende oder halt nächste Woche wieder bei einem Video-Stammtisch. Danke an euch, danke auch an die Zuschauer. Miriam schreibt in Chat, Impossible Mission war eher was für Jungs. Weiß ich nicht, vielleicht wäre es erst recht ein Argument, dass du mitspielst. Ich fand es nie so gut, also mal gucken. Danke an euch, danke auch an den Chat und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.